Herzlich willkommen zum Kurier Sommergespräch. Es ist diese eine Reihe, wo immer Politiker auf Künstler, auf Wissenschaftler und so weiter treffen. Heute mit Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und Kabarettist, Schauspieler, Buchautor Thomas Stipsitz. Schönen guten Abend. Beginnen wir über die Beziehung. Seit wann kennen Sie sich? Ich meine, Sie sind beide aus dem Südburgenland? Ja, wobei ich ja nur Halberter. Also ja. Wirklich, ja, genau, also ja, Steirer eigentlich. Also ich bin ja gebürtiger Steirer, ja, aber dadurch, dass der Papa Stinazer ist, das haut man einfach dieses Blut in sich und kann man nicht ablegen. Ja. Okay. Im Herzen bleibe ich immer Südburgenländer. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Nein, ich glaube, wir kennen uns jetzt seit 2-3 Begegnungen, glaube ich. Ja. 2-3 Terminen. Weil wir einen Überraschungskuh landen wollten, das ist leider nicht gelungen, aber trotz alledem, und ich, natürlich kennt man ihn aus den Medien, kenne ich ihn schon länger, schätze ihn auch, glaube ich, ist doch eine Persönlichkeit in Österreich, hat aber einen großen Fehler, er kennt sich im Fußball nicht aus. Okay, genau. Bevor wir zum Fußball kommen, was war der Überraschungskuh? Ja, das ist ja die Überraschung. Das wäre die Überraschung. Also man kann... Es wäre eine Überraschung gewesen, wenn es eine Überraschung gewesen wäre. Aber hat das irgendwas mit den Büchern zu tun gehabt? Oder? Nein, es hat nichts mit den Büchern zu tun gehabt. Ganz, ganz, wir wollten ihn ein bisschen ans Burgenland binden, aber er ist noch ein bisschen ein Freigeist, aber die Zeit kommt schon noch. Die Zeit kommt, okay. Ja. Ja. Wie war das mit Fußball? Naja, es ist ja so, wenn ich da replizieren darf, ja, dass ich kenne ja auch den Herrn Landeshauptmann von diesen 2-3 Begegnungen, kannte ihn natürlich vorher auch schon von den Medien. Und ich dachte, er ist ein sehr sympathischer Kerl, aber, ich dachte, aber vom Fußball versteht er nichts. Ja, okay. Ja. Aber warum nicht? Naja, sagen wir, die letzte Saison in Österreich, da gab es die Nummer 1 in Wien, ja, und die war halt violett. Und das hat ihm, ja, wir waren vor euch in der letzten Saison. Doch, also ja, genau. Ja, ich weiß, ja, es stimmt. Tut weh, aber es war so. Das habe ich verdrängt, klar. Ja. Und wir waren ja gemeinsam einmal bei einem, da kannten wir uns noch nicht, bei einem Derby. Rapid Austria. 4-1. Für euch. Da. Ja, genau. Ja. Genau. Das heißt also, wenn sie zusammentreffen, wird nicht über Fußball gesprochen, sondern über alles andere. Schon auch über Fußball. Auch, okay. Man muss seine Meinung vertreten, man muss ja resolut dagegen auftreten. Aber ich glaube, das ist, okay. Das drückt die persönliche Ebene nicht. Nein. Dann reden wir über was anderes. Reden wir über das neue Selbstbewusstsein der Burgenländer, des Burgenlandes. Ich meine, es ist 100 Jahre gefeiert worden. Es hat Zeiten gegeben. Wir erinnern uns an die Burgenländerwitze und so weiter. Aber das hat sich alles geändert, oder? Ich frage mal zuerst den Landeshauptmann. Es hat sich markant verändert, höchstwahrscheinlich in der Außenwahrnehmung. Ich bin der Meinung, dass, soweit ich das beurteilen kann, und das selber als Kind mitbekommen habe, als Jugendlicher mitbekommen habe, wie richtig gesagt worden ist, im Süden sehr stark geprägt von den Wien-Pendlern, Wochenpendlern teilweise. Aber ich glaube, das Selbstbewusstsein damals hat es auch schon gegeben. Weil das waren Leute, die nach Wien arbeiten gefahren sind, die zurückgekommen sind ins Burgenland, aber sie dann einen ausbauen konnten. Mhm. Das, was der klassische Wiener vielleicht in dieser Art und Weise nicht konnte. Logisch, in einer Großstadt. Und ich glaub, ja, aber die Außensicht war vielleicht eine andere. Die Außensicht war was anderes, aber dieses Selbstbewusstsein, wir bauen sie aus, daher auch das Land der Häuselbauer, das ist schon auch ein Zeichen, dass sich das entwickelt hat. Die Außensicht, wohlgemerkt, war zum damaligen Zeitpunkt sicher was anderes. Ja. Ich würde das auch so sehen, ja. Also salopp könnte man sagen, ohne den burgenländischen Polier wäre wahrscheinlich Wien nicht so, würde Wien nicht so darstellen, wie es heutzutage darstellt. Okay. Ist in der Kabarettszene so, dass die sagen, der Burgenländer kommt, oder? Ja, schon. Ich meine, ich muss ja ehrlich sagen, diese Rolle, die habe ich mir ja nicht selbst gegeben, sondern die ist halt einfach so passiert im Laufe der Zeit. Ja. Ich habe mich dem aber auch nie verwehrt, sondern im Gegenteil, ich habe das eigentlich immer recht angenehm gefunden, dass man von einer Position aus agiert, wo man diesen Zusatz hat, ach so, der Burgenländer. Ja? Ja. Also die Sache, dass man vielleicht unter Anführungszeichen unterschätzt wird, bietet auf der anderen Seite eine große Narrenfreiheit. Mhm. Mittlerweile ist man ja so weit, dass, jetzt gehe ich kurz auf die Politik, dass wenn in Eisenstadt was gesagt wird, auch Wien horcht.
Das ist auch politisch ein neues Selbstbewusstsein. Es hat in der Vergangenheit, es hat schon teilweise mal gegeben, sehr intensiv gegeben, wenn man sich zurückerinnert, bei Karl Stix, der, glaube ich, auch Thema für einen Finanzminister mal gewesen ist, historisch. Mhm. Das war auch eine interessante Phase, das war die Phase auch um die EU-Erweiterung, um die Förderperioden, um die Möglichkeiten, die das Burgenland daraus schöpft. Und mittlerweile, muss man sagen, bedingt da natürlich durch die mediale Darstellung, es wird viel globalisiertes, man nimmt alles schneller wahr, es wird transparenter, kann man natürlich auch mit Fug und Recht beweisen und darstellen, wie es auch gehen kann. Das ist in vielen Lebensbereichen so, das ist vom Kindergarten an, geht über die ganzen Altersdekaden drüber bis hin zur Pflege. Da brauchen wir uns nicht verstecken, da können wir Modelle anbieten, die es möglicherweise in Österreich so nicht gibt. Ja, aber es geht schon darum, ob das in Wien auch gehört wird. Das heißt, es hat sicher auch Phasen gegeben, da haben die gesagt, okay, das ist die Meinung der Burgenländer, aber jetzt nehmen wir mal zum Beispiel die Partei her, innerhalb der SPÖ. Jetzt sagt man, das ist die Meinung der Burgenländer. Naja, also das natürlich ist das, politische Partei entwickelt sich immer irgendwo und wie es halt in einer politischen Partei ist, gibt es nur wenig Freunde und viele Parteifreunde. Und wie es auch in einer politischen Partei ist, ist Erfolg nicht immer positiv. Es gibt sicherlich auch erfolgreiche Politiker, wird sicherlich ein bisschen fahl auch hingeschielt. Jeder misst sich an den Umfragewerten, an den Ergebnissen. Also es gibt schon eine gewisse Konkurrenzsituation innerhalb einer Partei. Mehr wie vielleicht, außer bei Wahlen, zu anderen Parteien. Mhm. Und aus der Situation heraus kann man durchaus selbstbewusst auch sagen, als einzige Bundesland mit dieser absoluten Mehrheit zu sein, verkörpert und gibt natürlich auch in der Wahrnehmung gewisse Möglichkeiten. Die schöpfen wir natürlich aus, keine Frage. So selbstbewusst sind wir. Es wird auch anders wahrgenommen in Wien, oder? Das Burgenland von Jahr zu Jahr. Das Gefühl habe ich schon, ja. Also weil, ich kann ja nur subjektiv aus meiner Sicht berichten, in der Szene, wo ich mich bewege, zieht es ja auch immer mehr meiner Kolleginnen und Kollegen ins Burgenland. Ja. Nicht nur wegen den landschaftlichen Vorzügen, die das Land bietet, sondern auch wegen der Mentalität der Menschen. Und das, aus meiner bescheidenen Beobachtung heraus, das hat sich, finde ich, nicht geändert. Also diese fast mediterrane Zugangsweise an viele Dinge, ja, und dieses mit das Handschlag verbindete, das hat sich nicht verändert und das ist aber auch was sehr, sehr Angenehmes, finde ich. Ja? Mhm. Weil wir leben ja in Zeiten, wo ein Wort oft nichts zählt oder wo sich Meinungen so schnell tragen, dass man am nächsten Tag die Zeitung aufschlägt und sagt, was war da jetzt? Also es ist schon plötzlich wieder anders. Und wenn da jemand sozusagen für was steht und konstant seinen Weg geht, ist mir das tausendmal lieber, als wie es trat sich jemand halt so nach dem, was die Leute halt jetzt gerade hören wollen. Sie sind ja im Stenaz bei den Großeltern aufgewachsen. Ja, also schon, ich war immer die ganzen Ferien dort. Ja, okay. Also es gab keine Ferien, wo ich nicht in Stenaz war. Ja. Was ist eigentlich das Markanteste, was Sie sich erinnern an diese Zeit? Was sagen, das ist das Südburgenland? Also, als ich schon ein bisschen älter war, der Umstand, dass ich es ein paar Mal miterlebt habe, wenn die Mütter wirklich in der Nacht scherzen, im Stenazerhof die Söhne geholt haben. Das habe ich schon sehr lustig gefunden. Ja. Also es ist sogar mein Papa passiert, der ja immer, wenn wir unterwegs waren in Stenaz, um das Haus von der Oma am Bogen gemacht hat, weil er gesagt hat, die merkt das, wenn ich da vorbeigehe. Und wir waren einmal zur Allerheiligen fort und das sollte man eigentlich nicht machen. Ja. Das ist der Allerheiligen ist ja in Stenaz quasi der Liveball. Von Stenaz, da ist alles auf den Beinen, was gesehen und so weiter. Und wir sind nachher in den Stenazerhof gegangen und irgendwann um 4 Uhr in der Früh ist die Oma wirklich drin gestanden und hat auf Gravodisch halt geschimpft, du, dass du nicht schaumst, du Allerheiligen, du hast dich aussaufen und bist du ein Wirtshaus drin. Und der ist brav mitgegangen. Ja. Und ich habe dann erst dann so wie ein begossener Pudel vorn gegangen und die Oma hat mir alles erzählt, was er als Bub alles gemacht hat. Ja. Ich habe nichts abgekriegt, aber er. Das ist schon etwa eine Situation, die mir so in Erinnerung bleibt. Und als Kind war es halt einfach diese
aus der jetzigen Sicht dieser angenehme Umgang mit dem Brauchtum. Ja, mhm. Das hat nichts Verklärtes, Nationalistisches gehabt, sondern das war so eine angenehme Folklore, so mit dem Eierkrotzen. Und da waren Dinge dabei, die habe ich auch nicht mehr als Bub Frühmess gehen. Die Oma ist immer Frühmess gegangen, da habe ich natürlich immer mitgehen müssen. Wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt eine Messe anschaue in Stinaz, das ist natürlich wunderschön, wenn dann sozusagen nicht wertend, wenn die ganzen Witwen dann 3-4-stimmig kroatisch singen, da geht einem dann das Herz auf. Ja. Sind das ähnliche Erinnerungen? Also ich bin ja gar nicht so unweit von Stinaz aufgewachsen. Also ja, genau, aber im anderen Bezirk ist das schon. Das ist in einem anderen Bezirk, aber ist vielleicht sind es 20, 25 Kilometer entfernt. Und natürlich auch, wenn man sich zum Stinaz konzentrieren, meine jugendlichen Erfahrungen gemacht in Stinaz. Zu meiner Zeit war das noch ein bisschen anders. Da ist man als Nicht-Stinazer schon in Stinaz anders beurteilt worden. Und das ist richtig, ja. Meine Erlebnisse als 18-, 19-Jähriger gehabt, die ich vielleicht jetzt da nicht breitreden will. Vielleicht bist du einmal getroffen. Entschuldige, dass ich lehrreich. Wir haben einen Cousin bei uns in der Familie, im Bäder, der den Spitznamen gehabt hat in der Jugend. Der wird so in deinem Alter, was bist du für Jahre? 70. Ah, 17, ein bisschen älter ist der Peter, ja. Der hat den Spitznamen gehabt in Stinaz, Schwarzer September. Und deshalb, weil immer, wenn Auswärtige gekommen sind, haben sie immer einen Peter geholt, der dann die diplomatisch formuliert die Auswärtigen höflich gebeten hat, die Ortschaft zu verlassen. Sehr höflich war das. Sehr höflich. Aber es geht in die Richtung, ja, es geht in die Richtung. Extrem höflich. Aber ich bin eher in einem Umfeld aufgewachsen, also in den ersten Lebensjahren sehr stark geprägt eigentlich von meiner Großmutter, die krankheitsbedingt immer zu Hause war, betagt war und eigentlich sehr katholisch jeden Tag gebetet hat. Ich habe da mitbeten müssen, habe das alles miterlebt. Also schwierige Zeit auch insofern, weil Vater-Alleinverdiener mitten im Ausbau, das war so diese Phase der 70er Jahre. Und was mich damals immer fasziniert hat, auch jetzt, wenn ich so zurückdenke, ist, dass das wäre heute unvorstellbar teilweise. Damals war das selbstverständlich, dass die Maurer sich am Sonntag teilweise schon zusammengepackt haben, nach Wien gefahren sind, die Essensrationen mitbekommen haben und am Freitag nach Hause gekommen sind und dann pfuschen gegangen sind. Und das war der Lebensalltag. Das war selbstverständlich. Und als Kind natürlich noch wirklich die Berührungen teilweise mit der Landwirtschaft, da ist man natürlich immer unterwegs gewesen. Teilweise Verpflichtungen als Kleinkind schon, die Milch vom Bauern zu holen, das kann man sich heute alles nicht mehr vorstellen, obwohl ich noch nicht so alt bin. Aber so schnell verändern sich die Lebensweisen und die Gewohnheiten. Aber das Prägsamste für mich war die ständige Begleitung und teilweise natürlich auch die Erziehung durch meine Großmutter in den ersten Lebensjahren. Ja. Jetzt haben wir vorher gesprochen vom Selbstbewusstsein der Burgenländer. Jetzt ist ja innerhalb Burgenland, hat sich das Südburgenland immer benachteiligt gefühlt vom Norden. Ja, deswegen waren sie auch froh, dass ähnlicher Landeshauptmann auch einmal aus dem Süden kommt. Wenn sie die seine ganzen Sitzungen und alles in Oberwart macht. Und nicht, und nur, das nicht nur. Ja. Also wenn Sie die Landtagspräsidentin fragen in Burgenland, dann ist es immer noch so. Ja, aber es war schon immer was. Ich meine, man muss nur zurückdenken. Vor einem halben Jahr, glaube ich, hat der Winzer Hillinger in einer Sendung irgendeinen Schmäh gemacht über die Südburgenländer, genau. Was dann ein Riesenaufstand war gegen ihn und gegen seine Chalets und so weiter. Also das heißt, da ist schon eine Spannung da im Land. Ja, es ist, ich glaube, der Südburgenländer, der historische Südburgenländer, war immer oder ist teilweise immer noch sehr bescheiden. Man nimmt teilweise als Güssinger, als Jennersdorfer in Kauf, dass man mit dem täglichen Pendlerbus nach Wien fährt. Man nimmt täglich 5 Stunden Vorzeit in Kauf und nimmt es auf sich, dass man zu Hause in dieser Umgebung wohnen kann. Und das bringt schon eine gewisse Demut und Bescheidenheit mit. Wer nimmt sowas auf sich? Und natürlich sieht man die Möglichkeiten. Natürlich ist es ein Zugang für uns, dass man Jennersdorf, Güssing, auch diese Region wieder in den Vordergrund bringen müssen, weil wir haben dort einen Bevölkerungsrückgang. Und dadurch entsteht natürlich schon... Hat sich das schon geändert in den letzten Jahren? Naja, in Jennersdorf immer noch, bis zu einem gewissen Grad. Das wird sich jetzt mit der S7 ein bisschen ändern in weiterer Folge, aber das ist natürlich ein Prozess. Aber wenn man die Möglichkeiten sieht, wenn man versucht, auch fair zu sein,
ich bin ja nicht nur Landeshauptmann für Südburgenland, ich bin ja für das ganze Land Landeshauptmann, dann wären jetzt auch die Südburgenländer spätestens jetzt aufgeweckt. Mhm. Wie sehen Sie das, Südburgenland? Im Norden, aber das ist halt, ich glaube, nur innerhalb des Burgenlands ein Konflikt, ja. Ja, also Konflikt, ich würde auch nicht Konflikt sagen. Also ja. ich hätte es eher fast unter Anführungszeichen ein bisschen so gesehen, bist du jetzt Stones oder bist Beatles, ja, oder bist du jetzt Austria oder Rapid, also dass es da so einen augenzwinkernden Häkel auch gibt untereinander, wobei schon das teile, was du gesagt hast, dass die in Kauf nehmen, von so weiten Anreisen und so, glaube ich auch, dass das zu einer gewissen Demut führt, was aber vielleicht auch dazu führt, dass man dann einfach entspannter wird von seinem Grundwesen. Wäre für mich eine mögliche Erklärung. Ja? Mhm. Also ich hab nie irgendwie was Hektisches erlebt im Südburgenland. Ja? Also selbst wo ich gewohnt habe und so, auch selbst in der Politik und so, das mit den Lokalpolitikern und so, das war immer sehr eine sehr amikale, freundschaftlich, unter Anführungszeichen, die wollen natürlich auch Stimmen haben, ist ja klar, aber man hat nicht das Gefühl, da sitzen irgendwelche Paragraphenreiter, sondern da sitzen halt Leute, die wollen, dass da wer herzieht, die wollen, dass einer gut geht und schauen, dass halt alles tun, dass die Leute da bleiben und nicht woanders hingehen. Mhm. Ja. Und das ist, wenn jemand so einen Beruf macht wie ich, ist das unfassbar ausgleichend. Ja. Oder das tut unfassbar gut. Also ich habe mir immer, sicher hat es damit zu tun, dass ich viele Leute halt schon von der Kindheit her kenne, aber mir war das ja immer wichtig, dass man auch so ins Dorfleben integriert ist, dass man halt, also das heißt ja nicht, dass man bei jedem Sauerstreim dabei ist, aber dass man halt den Musikverein unterstützt und die Feuerwehr unterstützt und so weiter, weil das sind alles wertvolle Menschen in so einem Ort, die so einen Ort zusammenhalten, ja? Die halt versuchen, das, was passiert. Ja? Und das machen alle ehrenamtlich. Sie leben ja noch im Südburgenland, oder? Oder in Eisenstadt? Nein, ich bin im Südburgenland und fahre jeden Tag eigentlich nach Hause. Ich bin jeden Tag in Horst. Ist ein breiter Weg? Ich fahre jeden Tag in den Süden. Nein, aber das ist für mich sehr angenehm, weil ich die Fahrzeit in der Früh und am Abend nach Hause, das ist auf der einen Seite am Abend durchaus eine Entspannung, ein bisschen runterzukommen, wenn ich zu Hause bin, privat. Das Thema, was tagsüber war, politisch kein Thema, sondern da bin ich privat. Und diese Phase dazwischen ist da sehr hilfreich und genauso ist es in der Früh. Mhm. Wieder aufzustehen, reinzutauchen in das Thema, zu schauen, was kommt heute auf mich zu, wieder die ersten Telefonate führen. Nicht von 0 auf 100 oder von 100 auf 0, sondern wirklich, das ist durchaus angenehm, ich schätze das durchaus. Mhm. Das und gerade das Südburgenland, finde ich, ist so eine Gegend, die gewinnt so viel dadurch, dass man es kennenlernt. Also wissen Sie, was ich meine? Das ist jetzt nicht vielleicht so diese, also Stinaz ist jetzt nicht das Florenz von Österreich, ja, aber also nicht jetzt, dass man optisch einmal wahnsinnig begeistert ist, ja, aber wenn man da rein, also ins Tiefere reingeht, dann entpuppt sie erst so diese ganze Schönheit und da gibt es ja genug Ortschaften, die das haben. Aber das Burgenländische ist ja ein Teil Ihrer Bücher. Ja, ja. Genau. Ja klar, ich habe mir schon gedacht, wenn ich mir zutraue, was zu schreiben, ja, dann nur über was, worüber ich halt, oder wo ich einen Einblick habe oder hatte. Ja. Mhm. Also ich könnte jetzt kein Buch schreiben über australische Wüsten oder so, weil ja. da kenne ich. Aber das Interessante ist, dass man mit dem eigentlich Bestseller landen kann. Ja, ja, naja. Ja, wahrscheinlich sind sie gut geschrieben, aber na, also ich glaube, also wenn was erfolgreich ist, dann freut man sich natürlich und versucht gar nicht so herauszufinden, warum. Umgekehrt ist immer so, wenn was nicht erfolgreich ist, sagt man, na klar, weil da war das und das, oder waren einmal beim Vorstellen und keine Leute kommen, hat es immer geheißen, ja, Champions League heute, was die da kommen, die Leute nicht. Aber ich habe das Gefühl, also was mir zugetragen wird, ja, dass gerade Leute, die ländlich sozialisiert worden sind, viele Dinge in diesen Büchern einfach wiedererkennen. Auch Menschen, die halt jetzt in Wien wohnen, die sagen, bei meiner Oma oder bei meinen Großeltern war das genauso und die kennen das, obwohl die vielleicht aus Niederösterreich sind, aus dem Weinfeld, wo auch immer. Aber so diese Art der dörflichen Struktur einfach
mitbekommen hat. Und ich glaube, auch ein wichtiger Punkt ist, ich mag, das soll jetzt nicht vermessen klingen, aber alle Figuren, die in dem Buch vorkommen, kenne ich und habe ich gern. Ja? Gibt es den Inspektor Sivkovic? Es gibt so jemanden, ja, ja. Also man, das ist, es war kein Inspektor, ja. Guckmann-Inspektor ist er, glaube ich. Es gibt schon einen, der ist, glaube ich, 2018 pensioniert worden, ich kann mich noch erinnern. Also, es gibt ein paar Schiffe. Ja, ja, ich habe ja, da, ja. Der Landespolizeidirektion ja. Zumindest. Ja. Ja. Und die drei Damen, die gibt es auch alle. Also die Mutter vom Inspektor ist meine Oma. Also da sind so viele Geschichten drin, da habe ich nichts erfinden müssen, sondern weil da kramt man so im Kopf in seiner Kindheit. Und dann erinnert man sich auch, wie das Begräbnis war von irgendeiner Cousine von uns, wo es in erster Linie darum gegangen ist, welches schwarze Kleid kennen die Leute nicht. Weil das habe ich durchgehangen, da ist der Hansl, das habe ich da angehabt, das weiß ich, das kann ich nicht anziehen und so. Und das war wichtig eigentlich, dass man ein Kleid findet, das noch unbenutzt war. Ist das Südburgenland richtig dargestellt? In seine also für speziell was die drei Damen betrifft, die genauso sind meine Großeltern eigentlich gewesen, die Großmutter beiderseits, mütterlicherseits und väterlicherseits. Das ist da das klassische Bild dieser, sag ich jetzt mal, burgenländischen, südburgenländischen, auch vielleicht im Norden, müssen sie anders gewesen sein. Großmutter, die da in den Ortschaften am Bankerl sitzen, sie unterhalten, natürlich die Leute ausrichten an der Ortschaft, über jeden was wissen. Die typische Kleidung von Kopftuch bis zum Vierten und der Schürzen. Das ist das Bild, aber in Erfahrung ist wirklich da meine Großmütter in Wirklichkeit ja. Von mir. Ja. Aber und da finde ich es halt so schön, dass also Gott Stinaza eine Ortschaft ist, die sich dann diese Dinge bewahrt hat, auf so eine angenehme Weise. Ja? Weil ich weiß ja, wie wir zum Beispiel dort waren und wir das erste Mal Motivbegehung gehabt haben, ja, für die Verfilmung dieser Bücher. Die werden verfilmt? Die werden verfilmt, ja. Wir werden es verfilmen. Ja, wir werden es verfilmen, ja. Okay. Also der Ort von der ORF? Genau, ja. ORF genau, ja. Okay. Dankenswerterweise ist auch das Land Burgenland dabei, ja. Weil man ehrlich sagen muss, Stinaz war, glaube ich, nie wirklich groß präsent im österreichischen Rundfunk, jetzt, dass man das einmal schön abgefilmt hätte. Ja. Ja. Aber das war auch wirklich nett, weil die Leute von der Produktionsfirma, die nur die Bücher gekannt haben, die waren dann dort in Stinaz. Wir haben eine Woche dort geschrieben am Drehbuch. Und die haben das dann auch wirklich verstanden, was das ist, und waren dann schon ein bisschen überrascht, weil sie gesagt haben, das ist ja wirklich so, wie du das schreibst in den Büchern. Und ich sage, ja, es ist, natürlich ist da das eine ein bisschen ausgeschmückt und so weiter, aber vom Grundgefüge gibt es das einfach noch. Und es war innerhalb von einem Tag klar, wer da jetzt in Stinaz ist. Da sind die Leute, es ist ein ORF, von ORF seid ihr es, gell? Ja, ich weiß nicht, tut es filmen, gell? Ja. Wenn Sie irgendwas wissen, wo jetzt kommt es. Ja, ja, ja. War herrlich. Ja. Ja. Gibt es da schon, wann wird das fertig sein oder wann wird das ausgestrahlt? Gibt es da? Ja, eine gewisse Zeit dauert das schon, so wie ich das mitgekriegt habe. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, werden nächstes Jahr, vielleicht im Herbst, früh, Spätherbst, die Dreharbeiten beginnen, oder? Genau, also im Spätsommer, Spätsommer. Wird man quasi den ersten Teil einmal verfilmen. Und was ist der erste Teil? Der Kopftuchmacher. Oder Kopftuchmacher. Genau. Die Damen. Die Damen, okay. Die Damen, genau, wo man halt auch so ein bisschen einen Einblick auch kriegt in das Dorf. Da wird natürlich, das spielt vor einer kroatischen Hochzeit, das ist natürlich auch sehr traditionell für den Ort Stinaz. Und dann muss man halt schauen, wie gefällt es dem Publikum, und dann hoffentlich kann man den zweiten und dritten und so auch verfilmen. Ja. Und den nächsten, der kommt, oder gibt es weiter, oder ist das jetzt? Oh ja, 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 also es gibt schon Ideen, aber es dauert noch ein bisschen, also ja. Bis der nächste kommt. Aber Ideen, also den Mord habe ich schon. Aber es ist wieder Stinaz. Natürlich, ja, ja. Natürlich, ja. Okay. Bevor ich Stinaz, jetzt haben wir beim Stichwort, jetzt sind wir bei den Filmen gewesen, wir wollen dann noch zum Kabarett kommen, überhaupt in Krisenzeiten. Bevor wir das jetzt als Stichwort das behalte mal, ich darf nur kurz unterbrechen für eine Werbepause. Herzlich willkommen nochmal zu unserem Gespräch, heute mit Herrn Landeshauptmann Doskozil, Kabarettist, Schauspieler, Buchautor Thomas Stipsitz. Wir haben bis jetzt gesprochen über das Südburgenland, über das neue Selbstbewusstsein der Burgenländer. Kommen wir jetzt überhaupt zum Kabarett. Gibt es ein neues Programm oder ist es? Aktuell noch nicht. Also es wird ein neues geben, ja. Aber die Sache ist die, aufgrund dieser der Corona-Pandemie und
eineinhalb Jahren quasi fast spielfrei, bin ich noch in einer Lage, wo ich noch ganz viele Termine nachspiele, die ausgemacht worden sind im Jahr 2019. Und das heißt, diese Nachholtermine, die ziehen sich bei mir noch bis ins Jahr 2023 rein. Und dann schon langsam, aber ich habe ja auch gelernt, also ich mache bewusst Pausen, also ich mache nicht wieder alles gleichzeitig, sondern ich schließe ein Projekt ab und dann gehe ich zum nächsten Projekt. Na, ist Kabarett, also wir haben jetzt eigentlich schon die größten Krisenzeiten, die, glaube ich, die Generation je erlebt hat. Ist doch Kabarett überhaupt möglich? Ja? Ja, oder brauchen vielleicht die Leute umso mehr Kabarett, damit sie lachen können? Ich würde sagen, ja. Also wenn man die Geschichte betrachtet, dass gerade in Österreich das Nachkriegskabarett, das hatte einen enormen Boom. Ja. Also die Leute hatten kaum ein Geld, ja. Es war alles kaputt, aber die paar Schilling damals haben sie sich geleistet, um in Wien wohin zu gehen und einmal aus freien Stücken. Das war natürlich damals auch mit so einem leichten Galgenhumor behaftet. Also es war ein sehr schwarzer Humor damals. Aber die haben das gemacht. Ich habe momentan so das Gefühl, es möge mich auch täuschen, aber ich habe momentan das Gefühl, aktuell haben unter Anführungszeichen die leichteren Stoffe mehr Zugang als die schwierigeren Stoffe. Also ich habe das Gefühl, die Leute wollen wohin gehen und sagen, wenn man sie rundherum umschaut, man das Gefühl, es bricht ja eh alles zusammen. Es ist alles, also sie wollen von der Krise nichts hören? Nein, die wollen einfach 2 Stunden dieses Angebot annehmen, kommt doch diese 2 Stunden in meine Welt und lacht euch aus und bitte geht's besser gelaunt heim, als ihr gekommen seid. Das ist etwas, was ich momentan subjektiv wahrnehme. Wie erleben Sie das? Also man als Politiker hat man momentan sehr wenig zu lachen. Na, sagst du das nicht. Also ich glaube, man muss, wenn man das ein bisschen, wenn man, erstens ist die Frage immer, welchen Zugang haben wir zur Arbeit, welchen Zugang haben wir zu dem, was man macht, in meinem Fall zur Politik. Und das beginnt schon mal, wie schafft man sich sein Umfeld im Büro, wie schafft man sich die Mitarbeiter, wie schaut das Verhältnis aus, wie ist die Arbeitsweise. Und das, wenn das immer alles trocken wäre und wenn das nicht einmal lustig wäre, wenn es nicht einmal Kabarett gäbe, dann würde das gar keinen Sinn machen. Also ich glaube, man braucht auch diese Ebene, man muss gerne in den Job gehen. Man muss auch den Raum finden, Spaß zu haben, ganz einfach. Die Themen sind, wie gesagt, ernst genug. Ja, genau. Aber wenn man dann wenn man dann in den Landtag geht, sage ich mir, hoffentlich schauen sich das die Leute an, nicht weil ich über Livestream haben. Weil das ist oft ein richtiges Kabarett. Okay. Wenn man die Politiker kennt, wenn man persönlich mit ihnen spricht, glaubt man dem jetzt, das ist ein anderer Mensch. Was da für Schauspiel teilweise abgeliefert wird, zum Preis der öffentlichen Aufmerksamkeit und zum Preis dessen. Aber Sie waren noch nie im Landtag, oder? Aber das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Das wäre gut. Ich möchte die Schuhe immer im Parlament. Okay. Okay. Ja. Also ja. Es gibt schon lustige Momente und ich glaube, bei aller Ernsthaftigkeit der Themen, so genauso wie es da ist, dass sich die Leute nach solchen Dingen auch sehnen, vor allem speziell in Zeiten wie diesen, noch Unterhaltung, noch Kabarett, noch Lachen. Ich glaube, das muss man sich auch im beruflichen Alltag erhalten, weil sonst macht es keinen Spaß mehr. Aber trotzdem, wenn man durchs Land fährt, wenn man auf die Menschen trifft, man ist eigentlich fast nur noch mit Sorgen konfrontiert. Die muss man ernst nehmen, das ist keine Frage, man ist mit Sorgen konfrontiert, aber man muss auch als Politiker, und ich glaube, das ist schon unsere Aufgabe, so schwierig die Zeiten derzeit auch sind und vielleicht noch kommen, man muss auch Optimismus versprühen. Man muss so eine Grundeinstellung, positiv in die Zukunft zu schauen, vermitteln. Ich sage immer, es nutzt ja nichts, wenn es regnet. Wir müssen trotzdem schauen, wie geht es weiter. Und einfach als Politiker, als Verantwortlicher, das sind ja alle, auch er, ist eine Person, die öffentlich wahrgenommen wird, die Menschen in ihrer schwierigen Phase noch mehr in die Depression zu bringen und zu verstärken, wie schlecht alles ist. Da ist die Aufgabe. Steht auch falsch. Die Aufgabe eines Politikers und auch darüber hinaus ist sicherlich, die Menschen positive Ziele vor Augen zu führen, positive Ansätze zu geben. Natürlich
darf man nichts schönreden, das ist keine Frage. Aber wenn man als Verantwortlicher pessimistisch ist, alles schwarz malt, nicht politisch gemeint. Klar. Ich glaube, das Wichtigste ist, den Leuten auch bei aller Thematik reinen Wein einzuschenken, am besten roten burgundischen Wein einzuschenken und Optimismus trotzdem an den Tag zu bringen. Wobei das natürlich sehr schwierig ist. Also das reinen Wein einschenken und dann auch noch Optimismus mit. Das geht, man kann sagen, so ist die Sache, das sind die Probleme. Aber wie schauen wir in die Zukunft, was sind die Lösungen, wie kommen wir da raus, wie meistern wir das? Das ist unsere Aufgabe. Ja. Was erwarten Sie sich von Politiker grundsätzlich? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, ja, weil man muss schon ehrlich sein. Also Grundvoraussetzung ist, dass ich einmal sage, ich bin sehr froh, dass ich es nicht machen muss, das Ganze. Ja. Egal ob auf Landesebene, Bundesebene oder Regionalebene. Ja. Aber natürlich, jetzt sind ja nicht nur wir, sage ich jetzt einmal, aber dieses Corona-Pandemie-Management, das war teilweise nicht sehr vertrauenserweckend, finde ich. Ja. Also da ist mit vielen Schlagworten oder vielen Überschriften gearbeitet worden und vieles davon hat sich dann halt nicht bewahrheitet. Ja. Und das verursacht halt dann Misstrauen. Ja. Also quasi dieses salopp gesagt, na, was soll ich denen glauben? Ja, die sagen einmal so, dann ist wieder so, dann ist wieder so. Und ich habe ja nichts dagegen, wenn man sich täuscht. Man darf sich ja auch täuschen. Ja. Man darf auch sagen, ich weiß es nicht. Ja. Aber wenn ich sozusagen den Fehler gemacht habe, dann finde ich es halt nicht sehr charmant, wenn man dann den Fehler versucht, auch noch irgendwie schön zu reden und diese Leiche zu schminken, sondern dass man sich hinstellt und sagt, es tut mir leid, wir haben das nicht gewusst, es ist uns passiert. Würde ich besser finden, als wie man versucht, es halt irgendwie so halbwegs und dann kommt man aus der Geschichte schon irgendwie aussehen und dann irgendwann gibt es halt einen Aufsichtsratposten und dann bin ich ewig. Also sowas, ja. Und das ist passiert halt relativ oft in der letzten Zeit, so dass man halt ein bisschen das Vertrauen verliert. Auf der anderen Seite bin ich manchmal auch immer sehr, sehr vorsichtig, wenn jetzt die Kunst oder das Kabarett oder so weiter die Politik kritisiert, das soll sie auch, das ist auch gut so und das ist auch wichtig. Nur, was ich nicht mehr gut finde, ist, wenn es belehrend wird, ja, weil dann finde ich immer, ja, warum macht man es dann nicht selber, wenn man es weiß, wie es funktioniert, ja. Also das ist so ein schmaler Grat. Ich finde, ich mag bei Kunst nicht, wenn sie den Menschen vorschreibt, wie sie zu leben haben. Das finde ich, dann ist man eigentlich eher wieder in der Politik ein bisschen, weil dann beanspruche ich für mich oder für meine Kunstrichtung, wenn ich so rangehe, dass das Richtige ist. Aber wer sagt das? Ja, es gibt so viele unterschiedliche Zugänge zu den Themen. Und da sind wir aber gerade in einer Zeit, wo ich merke, also gerade in der Pandemie hat sich das gezeigt, wie schnell sich so Fronten erhärten, habe ich das Gefühl. Ja? Also bei gewissen Themen, man kann doch über jedes Thema ganz normal diskutieren und sagen, ich bin halt nicht dafür, weil, und der andere sagt, ich bin aber dafür, weil. Und man kann ja trotzdem deswegen miteinander grün. Also, das ist verschärft worden, oder? Das hat sich in der Pandemie verschärft. Weil es ist ja hineingegangen bis in die Dörfer, bis in die Familien, nehmen wir mal das Impfen her und so, diese Themen. Naja, ich meine, das Impfen oder diese Impfpflicht, die halt da live dabei war und das noch im Kopf habe, wie das da abgelaufen ist, dass es sich aber verschärft hat, da ist schon bis zu einem gewissen Grad die Politik schuld. Aber ich glaube, derzeit gibt es grundsätzlich so ein Politikverständnis, dass man, egal um welche Themen das es jetzt geht, was das historisch Corona, ist es jetzt vielleicht die Energiethematik oder sind es zukünftig die Spitäler oder die Pflege, ist egal was. Dass man zwar die Probleme kennt, alle Politiker kennen, was kränkt, was krankt, wo Finanzierungsprobleme gibt, wo Strukturprobleme gibt, aber dass man vermeidet, Dinge auf den Tisch zu legen, anzusprechen, vielleicht auch Lösungen zu diskutieren, wenn man die Angst hat, am Ende des Tages nicht sich durchzusetzen. Wenn man die Angst hat, seine Idee nicht durchzubringen.
Weil jeder Politiker glaubt, naja, das ist dann ein Zeichen von Schwäche, wie wir die dann von der Bevölkerung sehen. Und in Wirklichkeit denken viele Politiker nimmer im Sinne der Sache, sondern im Sinne dessen, wie wir die wahrgenommen und wie wir das nächste Mal gehört. Ja, und Sie denken halt von Umfrage zu Umfrage. Das impliziert das Ganze, ja, nicht ja. Von Umfrage zu Umfrage, keine Frage. Das aber, und da unterschätzen Sie die Bevölkerung aus meiner Sicht, dass sie aber dann trotzdem gewählt werden, wenn sie, so wie du gesagt hast, vielleicht einmal sagen, ich weiß es nicht, wie es nächstes Jahr sein wird. Ob wir nächstes Jahr Gas haben, kann keiner sagen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man das zusammenbringen oder da haben wir einen Fehler gemacht. Ich glaube, dass das die Bevölkerung mehr schätzt, weil ein Politiker ist nur ein Mensch. Mhm. Als wir, und das ist ja auch ein Teil der Politikverdrossenheit, mich ärgert ja das selber schon, wenn du zuerst bei jeder Wahlwerbung vor einer Wahl, wenn man da aufmerksam mal hineinhört, was alles versprochen wird. Billiges Wohnen, beste Jobs, beste Pflege, beste Gesundheitsversorgung. Ja, die Leute wissen ja genau, wo es krankt und wo es nicht funktioniert. Und das glaubt uns niemand mehr. Das ist das Problem aus meiner Sicht, dass die Politik oder viele Politiker einfach nicht den Mumm haben, zu sagen, das funktioniert nicht. Wie du gesagt hast. Das weiß ich nicht, das wird sich nicht ausgehen. Das ist aus meiner Sicht das große Problem. Sie haben im Kabarett kaum politische Themen, oder? Nein, nie wirklich parteipolitisch. Ich hab schon immer wieder Figuren gespielt in den Programmen, die dann so oder so eine politische Richtung innehaben. Ja. Aber ich habe das deckt sich ein bisschen mit dem, was ich davor gesagt habe. Ja. Es ist ja alles ein bisschen politisch, wenn man auf die Bühne geht und sich da irgendwas artikuliert. Also man steht ja für irgendwas ein und es gibt natürlich auch für gewisse Dinge, wo ich sage, da habe ich eine Haltung dazu und die vertritt dich auch. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich nicht quasi zu jedem politischen Thema äußere, weil es vielleicht Themen sind, wo ich einfach zu wenig Wissen habe, um da eine fundierte Kritik abzugeben. Ja, das muss ich, also gerade in dieser Corona-Pandemie war das so, ich habe es, also unter Anführungszeichen, spannend gefunden, wie viele Virologinnen und Virologen es dann plötzlich gab in diesem Land. Also das ist ja, alle haben den Falco kennt plötzlich, wie der gestorben ist. Ja. Und ich war auf dem Standpunkt, Ich weiß das nicht, ich habe keine Ahnung. Ja? Ich kann nur darauf vertrauen, dass es da Menschen gibt, die eine Ahnung davon haben und die vertraue ich. So, mein Papa ist Dachdecker, ja? Wenn ich sage, ich brauche ein neues Dach, dann werde ich zu meinem Papa gehen und nicht zu Markus, mein Nachbar, der Schlosser ist. Und so kannst du das Dach machen. Ja? Mithelfen kennt er da. Er kennt helfen, ja. Ich sag, ja. Du gibst halt zu oder was, das kann ich auch. Ja. Ja. Also ich mache dann halt Arbeiten, wo man nichts hinmachen kann, so Putzdienste, ja. Da bin ich ja. Wirklich gut. Ja. Ja. Aber das war jetzt so, wo ich mir gedacht, was soll ich mich da jetzt groß äußern dazu? Ja. Mhm. In keine Richtung, weil ich weiß es einfach nicht. Ich kann nur für mich, weil das ist ja heutzutage auch so, stellt man sich auf die Seite, auf die andere, ich kann nur so, wenn ich mich überfrage, sage, ja, ich für mich persönlich habe das in Anspruch genommen, ich habe mich impfen lassen dreimal, weil ich diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vertraut habe. Ja? Mhm. Mhm. Aber was das ist, dieses Virus, also keine Ahnung, was das ist. Den Landeshauptmann haben Sie auch noch nie im Kabarettprogramm gehabt. Ja, oh ja, ich habe schon gehabt. Ja. Echt? Ja, ja, ja. Mit der absoluten Mehrheit habe ich mal was gehabt. Ja, 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 ja. Aber der Witz danke, war so, da, ja, gerne. Aber da war der Witz, da hast du gerade Pause gemacht wegen der Stimme und der Witz ist auf das gegangen, das könnte auch der Grund sein, warum die absolute Mehrheit weil du nichts geredet hast. Also. Ich meine, wie ist das für ein Politiker im Kabarett oder das ist, gehört einfach dazu, oder? Ja, das verstehe ich sogar, das gehört dazu, das ist, ich glaube, als Politiker muss man ja schon selber hinterfragen, wenn man nicht im Kabarett vorkommt, höchstwahrscheinlich. Okay, also, das ist ein Auftrag. Dafür danke. Das kann man nur Leute von der Relevanz haben, natürlich. Ja. Das ist, ich wollte nur nochmal nur zu der Krisenzeit nochmal zurückkommen. Ja? Es ist natürlich aber auch so, dass momentan, wenn man unterwegs ist im Land,
alle Menschen irgendeine Hilfe erwarten. Die erwarten es vom Bund, die erwarten es vom Land, die erwarten es von der Gemeinde und so weiter. Und irgendwie, das kann man nicht. Das kann der Staat nicht alles schaffen, oder? Naja, man müsste sie besser organisieren. Nicht? Jeder versucht jetzt natürlich da irgendwie zu punkten und Dinge auszuschütten. Also ich bin ein Fan davon und ich habe das ein paar Mal schon artikuliert. Wenn sich die Länder darauf konzentrieren würden, und das machen wir beispielsweise, wirklich darauf konzentrieren würden, das haben wir gelernt, das ist unsere Aufgabe, beispielsweise analog vom Heizkostenzuschuss wirklich diejenigen gezielt über das Sozialwesen zu unterstützen, die es brauchen. Das wäre die Aufgabe der Länder, aus meiner Sicht. Und die Aufgabe des Bundes wäre es, an den großen Schrauben zu drehen. Wie bringe ich wirklich den Strompreis unter? Was mache ich jetzt im Gasbereich, damit die Unternehmen überleben können? Was mache ich mit dem Treibstoff? Diese großen Dinge anzupacken und anzugreifen, die ja möglich sind. Man sieht es jetzt, es gelingt beim Strom, ist okay, das will ich gar nicht kritisieren. Aber eine OMV, die möglicherweise über die gesamten Gasreserven oder sehr viele Gasreserven verfügt und Österreich versorgen könnte, dort nicht einzugreifen und zu akzeptieren, dass eine OMV, die nichts falsch macht, muss ich an der Stelle sagen, aber natürlich aktienrechtlich getrieben, gewinnmaximierend agiert, höchstwahrscheinlich zu Vertragskonditionen historischen einkauft, selber sogar Ölfelder besitzt in Russland, also im Eigentum hat. Natürlich, diese Spannen zu tolerieren, da hört sich das Verständnis für mich auf, ohne jetzt zu politisieren. Aber das wäre die Aufgabe des Bundes, an diesen großen Schrauben zu drehen. Und die Menschen vor Ort, das ist unsere Aufgabe schon immer gewesen, aus der Sozialhilfe heraus, auch aus unserer Kompetenz der Sozialhilfe heraus, zu unterstützen. Das kennen die Länder ausgezeichnet. Wir schaffen es beispielsweise, sozial gestaffelt zu differenzieren. Das ist überhaupt kein Problem. Die Kompetenz der Länder wenn jetzt der Bund ausschüttet, kleinere Beträge ausschüttet, hat er ja bekannt gegeben, er kann nicht sozial gestaffelt differenzieren, geht mit der Gießkanne drüber. Nein, ich brauche diese Unterstützung des Bundes nicht als Person mit dem Einkommen, was ich habe. Sie werden es vielleicht auch nicht brauchen. Und das verstehe ich nicht, dass man da nicht eine bessere Abstimmung zwischen Ländern und Bund schafft, weil es ja nicht immer darum gehen kann, dass irgendwer einen Brief ankriegt und da unterschreibt ein Politiker und sagt, du hast das jetzt an mich gekriegt. Ja. Und das geht nicht. Aber die Abstimmung hat man auch in der Corona-Zeit nicht geschafft. Diese Datenabstimmung, diese Abstimmung funktioniert man, Österreich so, dass es... Ja, aber diese Abstimmung hat man deswegen nicht geschafft. Die Länder wollten das sogar. Weil, da kommt es immer darauf an, wer sind die Politiker hinter den Funktionen. Und bei der Corona-Situation hätte es natürlich bedeutet, dass eine Person oder vielleicht die Regierung oder vielleicht eben das Kollegium Gerlach an die Verantwortung übernimmt. Da brauchst du aber Politiker, die bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen. Und diese Verantwortung dann für ganz Österreich zu übernehmen, auch im Namen der Länder, die Kompetenz hätte es gegeben auf Ebene des Ressorts, die wollte man nicht übernehmen. Und so hat man gesagt, okay, wir dann auf Bundesebene ein bisschen Grundsätze regeln und jedes Land kann verschärfen, jedes Land kann machen, was es will. So hat man sie in der Wahrnehmung der Kompetenzfragen durchgewurschtelt. Dass das gescheit war, brauchen wir nicht drüber reden. Dass es nicht gescheit war, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist aus meiner Sicht der Hintergrund gewesen, warum man es so gemacht hat. Ich meine, ich darf jetzt einmal noch nachhaken da. Aber an und für sich haben Sie das ja ausgenutzt. Ja, weil damals, wie Wien nicht? Plötzlich verschärft hat und warum Niederösterreich nicht? Noch immer. Und haben ich habe immer kritisiert, dass das nicht der richtige Weg ist. Ich habe immer gesagt, dass es gescheiter wäre, wenn man das einheitlich von Anfang an. Aber die Entscheidung ist gefallen. Es gibt diese Differenzierung. Natürlich nehme ich auf meine Landeskompetenz in Anspruch. Natürlich entscheidet es dann so, wie ich glaube, dass es für das Burgenland richtig ist. Selbstverständlich. Ist meine Aufgabe. Aber Sie fühlen sich wohl im Burgenland? Theoretisch nur, weil Sie wohnen eigentlich in Niederösterreich, oder? Ja, das hat ja, berufliche Gründe eigentlich gehabt. Okay. Ja. Seit die Kinder da sind, also und in Wien halt auch, weil halt sich das Zentrum des Berufs halt hauptsächlich in Wien abspielt und wir dann halt eh schweren Herzens geschaut haben, dass wir
rund um Wien halt irgendwas findet. Aber es gibt ja Gott sei Dank das Haus, das ich gebaut habe im Südburgenland, da wohnt mein Bruder mit seiner Frau ja, jetzt drinnen. Und die ganze Verwandtschaft väterlicherseits ist ja auch noch alles im Südburgenland. Also es gibt da schon noch einen sehr, sehr großen Bezug dazu. Mhm. Also ich komme immer wieder gern, war im März, als wir das neue Buch präsentiert haben, wie wir da geschrieben haben in Stinaz, war ich ja Wochen bei der Oma und das war schon wirklich, wirklich toll bei ihr. Ja. Ich meine, jetzt ist sie 83 und ich habe dann eine Vorstellung gehabt im Orpheum und ich habe gesagt, Oma, ich komme relativ spät heim, weil wir sind vor halb zwei, bin ich sicher nicht da. Nein, du hast Hausschlüssel und so, passt. Und ich wusste, dass sie noch wach ist. Ja. Und ich spähe auf, ich mache die Tür auf und sage, Mann, bin ich gerade aufgemacht, was soll ich essen kochen? Ja. Und hat mir dann um zwei in der Früh noch Schnitzel gemacht. Ja, also, das war natürlich schon sehr fein. Ja. Wobei man eins sagen muss, Südburgenland ist für viele auch ein Alterswohnsitz. Es sind ja viele, auch Wiener und so weiter, schauen Tiroler sie. Tiroler sind Tiroler sogar, viele, ja. 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 Deswegen. Ja, das ist ja logisch. Und Tirolerinnen, glaube ich auch. Ja, man, also das Burgenland sagt, das wird die neue Toskana. Das wird die neue Toskana, sagen manche. Nein, wir sagen, es ist nicht ganz die Toskana, wir sagen. Ich glaube, das ist auch der Leitspruch unserer burgenländischen Weinwirtschaft, das neue Selbstbewusstsein. Porto war gestern, Burgen ist heute. Ja. Na sicher, so muss man denken. Ja. Mhm. Mhm. Wann geht es bei Ihnen eigentlich künstlerisch weiter? Jetzt im Herbst noch? Oder ja, genau, jetzt in Wien? Ja. Genau, jetzt im Herbst. Also habe ich die Herbsttournee und es beginnen eben schon die Vorbereitungen, schon langsam die Vorbereitungen für die Verfilmung von den Stinaz-Krimis. Und dann im Frühjahr mache ich wieder eine kleine Pause, wo ich mich dann mit dem vierten Stinaz-Krimi beschäftigen werde. Dann wieder ein bisschen Tournee und dann eh schon Verfilmung. Und dann haben wir bald eine Staffel bei uns. Ja, genau. Ja, da haben wir bald eine Staffel. Ja. Sie spielen mit? Ich werde den der Inspektor, der Gruppen. Ja, natürlich. Ja, mit Kalkül habe ich schon geschrieben. Ne? Ich gesagt, ja, wenn Sie mir schon keine Hauptrolle anbieten, schreibe ich selber. Ja. Von den Wurzeln her, ist ein Unterschied, ob man in Wien auftritt oder im Burgenland? Weil Sie werden ja öfters auch im Burgenland auftreten. Ja, natürlich. Also, klar, also in allen meinen Programmen hat das Südburgenland immer eine sehr zentrale Rolle gespielt. Und natürlich ist der Bezug, wenn man im Südburgenland spielt, beziehungsweise oder wenn man in anderen kroatischen Ortschaften spielt, wie zum Beispiel in Groß Warosdorf, ist ein ganz anderer Bezug zu dem, als wie in Wien. Es ist ein anderes Publikum, also die werden das ganz anders wahrnehmen. Natürlich, also da gibt es halt quasi so, wie soll man sagen, die haben halt aufgrund der Herkunft schon mal einen anderen Bezug. Und da wird ja auch wieder augenzwinkert in Groß-Warosdorf, wie oft habe ich da diskutiert, also wo die Groß-Warosdorfer sagen, es Stinaz, ihr seid ja keine richtigen Gravoden, wir sind die richtigen Gravoden und so weiter. Ja. Das ist, und das finde ich aber dann toll, wenn man so unverkrampft auch mit so einer Volksgruppenthematik umgeht. Ja. Also der nie im Burgenland hat es nie Ortstoffelverschiebungen oder irgendwas gegeben. Sondern das war, also soweit ich es beobachtet habe, war immer integriert in den Alltag. Ja. Mhm. Außer wie es eine Verantwortliche beim ORF gegeben hat für die Volksgruppen. Da hat es zwischen Ungarischen, Kroatischen und so weiter, wer da bestellt worden ist. Naja, da gibt es vielleicht auf der Ebene Diskussionen, aber in der Bevölkerung traust du überhaupt nicht. Ich habe das selber in der Schulzeit miterlebt. Ich habe Schulkollegen aus Stinaz gehabt, das war. Ich habe die damals beneidet, ich habe mir Russisch gehen, ich habe vier Jahre Russisch gehabt, die habe ich wirklich beneidet um die Sprache in Wirklichkeit. Ja. Mhm. Und die Kompetenz, die sie da mitgebracht haben. Und also ich kann mich nicht an irgendwelche Situationen erinnern, dass das ein Thema war, ob das jetzt die Schulkollegen aus Unterwart waren oder aus Gymnas. Das ist ganz einfach normal gelebt worden. Ja. Ich meine, gab es also zu der Zeit, wo der Lukas. Zu besuchen, aber so dürfen wir die Nachtlokale sonst. Da haben sie ja aufgepasst. Ja. Da haben sie aufgepasst. Also das aber es war in den frühen, so 50er, 60er war das, oder in den frühen 50er Jahren war es noch ein bisschen schwierig. Also, weil der Lukas hat das erzählt, als er nach Wien kam mit den Brüder, die Resitaritz-Brüder. Konnten die ja sozusagen
fast nicht Deutsch, weil es nur Kroatisch geredet worden ist. Und da hat der Lukas gesagt, die haben schon sehr gelitten am Anfang darunter, quasi nicht ganz akzeptiert worden zu sein aufgrund, also gut, zu dieser Zeit war ja das auch noch was sehr, sehr Fremdes, also da hat man ja nicht gewusst. Aber sie haben sie durchgesetzt. Sie haben sie durchgesetzt, ja. Ja, also ja. Ich meine, das ist auch ein Zeichen. Typisch Burgenisch, oder? Ja, ja. 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 Apropos durchsetzen, sie werden natürlich auch in Wien wieder auftreten, ja. Also in Wien wird der Landeshauptmann politisch auch irgendwann einmal nach Wien wechseln, nachdem es immer wieder Diskussionen gibt. Das war eine schöne Brücke, die Sie jetzt geschlagen haben. Ja. Ja. Also, da bin ich jetzt ganz perplex über diese Brücke. Ja, das Thema ist eh immer, und die Antwort ist auch schon immer die gleiche. Ja. Ein bisschen unterschiedlich manchmal. Manchmal ganz strikt, manchmal offen. Naja, ich mache da kein Geheimnis draus. Ich meine, das ist sowas, die Ziel ist einer politischen Partei oder in einer politischen Partei, vor allem wenn man Richtung Wahlen blickt, da geht es nicht darum, dass sie Personen verwirklichen, persönlich verwirklichen. Es geht darum, das bestmögliche Wahlergebnis für seine Inhalte zu erzielen, für die Bevölkerung zu erzielen, Inhalte mal zu thematisieren und zu haben. Das ist immer wichtig in Zeiten wie diesen, weil ich glaube, dass wir schon schwierige Zeiten entgegenblicken, wie wir das alles zukünftig stemmen können, damit wir wenigstens das Niveau einer altersgerechten Pflege, einer Gesundheitsversorgung, der Ausbildung der Kinder, wie wir das vorstellen, das Niveau halten können. Da braucht man einigen Mut, einiges Verständnis auch, die Strukturen zu hinterfragen und nicht immer im gleichen Trott weiterzuleben. Und ich glaube, das funktioniert alles so, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat. Und erst am Ende eines solchen Prozesses, wo natürlich dann der ganze Apparat dahinter stehen muss, schwierig genug bei der Sozialdemokratie, wenn man die ganzen Player kennt. Und erst am Ende eines solchen Prozesses, aus meiner Sicht, sollte man, wenn man sich auf inhaltlich auf was verständigt, darauf auch verständigen, wer trägt die Partei und nicht wer wird von der Partei getragen. Das war aber auch kein Nein. Ich habe schon die Erfahrung gemacht im Leben, mit einem gewissen Alter sollte man nie irgendwas ausschließen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das sicherlich ein schwieriges Thema, weil ich es mit verschiedenen Dingen in den letzten Diskussionen um die Spitalsfinanzierungen, vielleicht auch jetzt, wo es um die Thematik Mindestlohn und Frage des Mindestlohns gibt, sicher andere Ansichten habe, die so manchen Funktionär sicherlich nicht gefallen, aber man muss sich auch dessen bewusst sein. Man ist kein Selbstdarsteller, man ist nicht alleine unterwegs, sondern man braucht in einer Wahlauseinandersetzung, braucht man das Selbstbewusstsein einer Partei im Hintergrund. Mhm. Und da kann man die Frage nicht so einfach beantworten. Mhm. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das sicherlich vielleicht wie früher schon ein bisschen mehr in die Ferne gerückt. Mhm. Ich meine, der Effekt wäre, dass Sie dann öfters gemeinsam Wiener Tavis anschauen könnten. Wir können ja so auch machen. Die Lust auf Wiener Tavis, vor allem nachdem wir im Hütteldorf, glaube ich, noch nicht gewonnen haben, seitdem das Stadion eröffnet worden ist, ja. Ist jetzt einmal enden wollen. Jetzt schauen wir mal, wie das nächste ausgeht. Ja. Ich wünsche wirklich. Wir schaffen es. Ja. Ich glaube, Sie sind noch immer glühender Rapid-Fan, trotz der Entwicklungen. Immer. Ja, Rapidler ist man immer, oder? Einmal Rapidler, immer Rapidler, das ist keine Frage. Man muss in schwierigen Zeiten zu seinem Verein stehen. Wie wohl ich sagen muss, dass mir die Entwicklungen, die es derzeit gibt, dem Verein sicherlich nicht gefallen. Ja, aber auch die Austrianer haben schwere Zeiten gehabt. Ach, so, da merkt man wirklich, da trennt sich dann der Spreu vom Weizen. Wer bleibt, ja, es gab schon in den letzten Jahren wirklich, wirklich sehr, sehr traurige Zeiten bei der Austria. Aber umso mehr, also. Wissen Sie, wenn man mal so ein Austria-Fan ist, dass man sich über einen Sieg über Alltag freut, dann ist man wirklich ein Austria-Fan. Wobei, zuletzt war es ja eine Niederlage. Also. Ja, aber wir werden auch wieder gewinnen. Okay, ja, ja. Genau. Genauso wie Rapid. Ja. Gut. Meine Herren, Herr Landeshauptmann, Herr Stipsitz, danke für dieses nette, unterhaltsame Gespräch.
Und Ihnen danke fürs Zusehen.